Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Outlast 2. Ich bin euer Holy Diver und ja, es ist schon eine Zeit lang her, dass ich mal wieder ein Outlast-Teil rausgebracht habe, nach dreiwöchiger Kur in Passau auf der Kurklinik Kohlbruck. Und ja, ich habe mich jetzt, sagen wir so, ich muss mich jetzt leider wieder einspielen. Ich muss euch aber noch ein bisschen informieren. In der letzten Folge sind wir ja in diesem komischen Gebäude vor diesem komischen weißfarbigen geflüchtet, haben hier eine Fahrstuhlfahrt so gut wie es geht, wie ihr seht, überlebt. Und ich werde Folgendes machen, wenn ich zum Beispiel öfters sterben sollte oder ja, sagen wir so, wenn ich öfters sterben sollte, dann werde ich einen Tod drin lassen, den anderen werde ich rausschneiden. Und ich werde mal schauen, dass ich vielleicht die Folgen etwas kürzer halten kann. Kommt darauf an, wie weit ich jetzt gerade im Spiel fortgeschritten bin. Kann sein, dass es noch 4 Folgen werden. Kann sein, dass es aber noch 3 Folgen werden. So, erstmal wieder alles reinfinden. Und ja, dann geht's weiter, würde ich mal sagen. Soll ich ohne machen oder mit? Ich glaube, ich mache lieber mit. Hier ist noch eine Batterie. Ich habe mich nicht spoilern lassen, aber ich habe mir so viel sagen lassen, dass es in den Minen weitaus noch schlimmer werden kann. Verstecken kann ich mich hier nicht. Ich habe irgendjemanden reden gehört gerade. Deswegen gehe ich auch in Schleichmodus, weil wenn die nichts sehen können in der Dunkelheit, können die das auch nicht. Verrückt wäre es, wenn es in der Mine Verfolgungsjagden gäbe. Ah, das würde ich den Entwickler von Outlast zutrauen. Da ist jedenfalls gerade einer mit einem Hackeball weitergegangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ihm folgen soll oder die Richtung weitergehen soll. Oh shit, Lynn! Jetzt muss ich auch noch schwimmen. War wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ne, da unten geht gerade einer. Ich kann es nicht so speichern. Okay, wir wagen es einfach mal. Du sollst. Ja, du sollst nicht. Der klettert immer. Muss ich nach unten drücken, oder wie? Jetzt ist der Holi zu blöd zum Treppen steigen, Leitern steigen. Jetzt sag bloß, ich bin jetzt schon wieder in der Schule. Ja, komm, töte mich. Wow, das war jetzt Horror. Oh, ich muss rennen. Ich glaube, ich bin nicht alleine. Ich renne jetzt einfach mal. Fuck. Okay. Was haben wir hier? They live down here. No, not Lift. I had to find Lynn.
hoped I hadn't already. Okay. Gut zu wissen. Weiter geht's. Ich glaube, da rein will ich gar nicht. Ich glaube, ich muss da rein. Ich werd wahrscheinlich gleich reingezogen oder so. Darauf wette ich. Oder von irgendwas angefallen, von vorne oder von hinten. Weil da ist schon eine Taschenlampe, da hat schon jemand versucht hochzuklettern. Oder ihr kennt ja das Sprichwort von alten Outlets, Folge der Blutspur. Ob das immer so schlau ist beim zweiten Teil, ich weiß es nicht. Da ist jedenfalls niemand. Ich verstecke mich mal. Die Musik hat jedenfalls jetzt nichts Gutes verheißen. Scheiße. Ich renn. Okay. Rennen war eine blöde Idee. Haben wir jetzt einen Toten mal miterlebt? Scheiße. Ich hab die bestimmt schon gesehen. Oh, ich hab gedacht, ich bin diese Viecher losgeworden. Jetzt sind sie in den Minen auch noch drinnen. Minen können ein durchaus großes Labyrinth beinhalten. Aber ich glaube, wo der eine da gestanden hat, da muss ich sogar lang. Decorated with the dead. I checked faces looking for Lynn. Looking for my own. For Jessica. For Jessica. What the fuck? Too late to save the child. It was always too late. Das sieht das aber ganz schön negativ, der Kollege. Ich glaube, dadurch können wir ja nicht, oder? Übersteigen kann ich nicht, okay. Oh
Aber ich glaube, da durchschieben, das Bibi kann ich auch nicht, oder? Nö. Also sorry, wenn ich hin und wieder mal schweigsam bin, dann konzentriere ich mich, ob ich jemanden höre. Von diesem Verrückten. Aber hier bringt es mir nichts. Hier könnte ich mich einfach nur ein bisschen mal verstecken, bis sich das Ganze beruhigt hat. Hier ist auch nichts Großartiges. Muss ich wieder wegschieben, damit ich wieder raus kann. Aber irgendwas muss es doch bewirkt haben, damit ich die, weil ich doch die Gleise da geändert habe. Ah, ich habe eine Vorahnung. Wenn jetzt keiner von denen kommt, habe ich eine Idee. Weiter zurückziehen kann ich nicht, oder wie? Hä, wieso könnte ich dann die Gleise ändern? Kann ich jetzt ziehen? Mechanismus ist blockiert. Okay, da muss ich noch ein bisschen weiterziehen. Immer noch blockiert? Nö. Ja, jetzt kann ich da runterkriechen. Ich hoffe, ich werde jetzt da nicht wieder gejagt. Ich meine, es ist ja üblich bei Outlast, dass man gejagt wird. I want you to tell me. Okay, da hat jemand einfach die Tür zugemacht. Na, das ist wieder so kapitelmäßig. Also wer sich's durchlesen möchte, kann das hier mal tun. Ich lasse es mal ganz kurz da. Also es ist sehr, das Ganze ist ein bisschen christlich angehaucht. Das sind aber nicht die guten Christen, die normalen denkenden Christen, sondern die, wo denken, ja, wenn ich jemanden töte, der Antichrist sein könnte, oder eine Frau, die den Antichrist im Bauch haben könnte, darf ich einfach umbringen, ohne schlimm daran zu denken, ob ich eine Sünde mache oder so. Das war doch eine Tür, oder nicht? Und nicht wundern, diesmal macht es kein Clip, weil ich den Thumbnail schon für mich gemacht habe. Hier hört es einfach auf. Oh, bitte jetzt mich nicht zerquetschen. Dankeschön. Es sieht mich schon so aus, als wären die zwei Genossen da zerquetscht worden. Ich glaube, ich muss da durch. Hör auf zu wackeln. Ich kriege immer ab und zu mal nicht wundern. Ich habe heiden Respekt vor diesem Verrückten. V-Macht, damit ich sie auch wieder höre.
kann doch unmöglich jetzt wieder der Langzünglige sein, oder? Ich wette, es wird bald jetzt gleich wieder eine Passage, wo ich in der, dieser komischen Schule bin. Wo ich immer noch behaupte, dass es so ein, der geistige Zustand von den Blake ist, glaube ich, so heißt er. Wer singt denn so komische Lieder? Können ja nur Amerikaner. Habe ich jetzt nicht gesagt. Hört sich an wie Schüsse. Das sieht aus wie so eine Art Altar. Altar. Keine Ahnung, Altar? Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Im Musikzimmer sollen ihn treffen. Jetzt machen wir aber mal Kamera weg, schließen das Ganze. Und dann, wie das Ganze weitergeht, meine Freunde, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Outlast 2. Tschüss mit Öl.